Schön, dass ihr auch mal wieder vorbeischaut bei uns hier in unserer Küche. Wir wollen heute mal wieder etwas Schönes kochen. Und zwar machen wir heute erstmal eine Teppanyaki-Sauce und dann wollen wir auf unserem Teppanyaki-Grill Gemüse machen. Für meinen Teppanyaki-Sauce brauche ich erstmal ein bisschen Rotwein. Den muss ich leider erstmal hier gerade entkorken. Ich habe mir jetzt 100 Milliliter Rotwein abgemessen, tue die jetzt in einen Topf und werde die kurz aufkochen. Ich koche die nur jetzt alleine auf, nur um den Alkohol herauszukriegen. Den tue ich mir mal eben schnell hier auf meinen Herd und werde den mal eben schnell maximal mehr erwärmen. Ich koche den jetzt nur einmal kurz auf und dann ist der Alkohol raus. So, ich habe mir jetzt noch mal 100 Milliliter Dark Sojasauce abgemessen. Die tue ich jetzt zu meinem einmal kurz aufgekochten Rotwein dazu. Dann tue ich jetzt 65 Gramm Zuckerersatz dazu. Das sind so 3,5 Esslöffel, habe ich eben mal so mit der Waage mir ausgerechnet. Und dann brauche ich noch 2 Esslöffel Honig, die ich da rein tue. Ich mache das mal wieder so frei nach Schnauze. Ich glaube, das war's. Das muss jetzt alles schön umgerührt werden und dann wird das noch mal kurz erhitzt. So, ich koche jetzt mal eben schnell das hier noch mal auf und dann tue ich da meine helle Miso-Paste drauf. Da gibt es ja 1000 Varianten, wie die Leute es machen. Die einen sagen, man soll die Miso-Paste, kann man ruhig mitkochen. Die anderen sagen, man kann sie nicht mitkochen. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, sie wird nicht mitgekocht. Ich löse die mir jetzt hier drin auf. Und damit bin ich mit dieser Flüssigkeit erstmal fertig. Die muss jetzt abkühlen. Und in der Zwischenzeit müssen wir unsere restlichen Zutaten uns eben schnell vorbereiten. So, ich habe mir jetzt eine halbe Zwiebel gepellt. Ich schneide mir die gerade klein. Eigentlich muss die gerieben werden auf so einer Reibe. Ich mache das aber gleich alles mit dem Pürierstab, weil ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Deshalb muss ich das auch nicht ganz so fein machen. Ja, Drittel Apfel brauchen wir. Habe ich mir gerade eben erwogen. Auch klein schneiden. Schmeiße ich mir hier gleich mit rein. Wird auch gleich damit wegpüriert mit meinem Pürierstab. Ich schneide das jetzt so mittelgroß, so wie das mein Pürierstab gleich alles anständig verarbeiten kann. Den habe ich natürlich vorher gewaschen, den Apfel. Und ich habe den, ich lasse aber die Schale dran. Die wird gleich mit wegpüriert. Das wird man, glaube ich, gleich gar nicht merken. Ich benutze immer gerne diesen Solo-Knoblauch. Den werden wir jetzt mal eben schälen. Und dann schneiden wir ihn jetzt gleich klein. So, so ein bisschen Ingwer haben wir uns hier auch noch zusammengesucht. Den habe ich eben mit dem Löffel ein bisschen geschält. Den tue ich mir jetzt auch noch mit hier rein. Solltet ihr euch fragen, was ich hier für ein geniales Brett habe, das ist ein Brett, das habe ich mir im Netz gekauft. Das nennt sich Frankfurter Brett. Das ist schon sehr angenehm, darauf zu arbeiten. Zumal ich halt hier oben wunderbar meine Sachen reinlegen kann, die ich noch verarbeiten will. Habe hier unten halt gleich hier meinen Abwurf, wo ich halt den ganzen Kram alles reinschmeißen kann, was ich halt so an Abfall habe. Und dann kann ich immer schön hier unten das in so ein Teil rein tun. Dann kann ich das wunderbar hier in so eine Schale tun und kann dann daraus weiter verarbeiten. Wo wir gerade die Schale hier oben haben, ich habe da jetzt drin eine halbe rote Zwiebel, verhältnismäßig klein geschnitten, ein Solo-Knoblauch und ungefähr 50 Gramm
Ingwer, alles verhältnismäßig, alles in solche Stücke geschnitten. Das tue ich mir jetzt alles hier in dieses Behältnis. Das gehört zu unserem Zauberstab. Darin werde ich das jetzt gleich einmal klein machen. So, ich püriere das jetzt mal eben schnell. Jetzt kann ich hier meine Soße, die ich hier schon habe, damit zutun. So, jetzt tue ich hier meinen Rotwein-Mix mit der Miso hier hinein. Dann kommt da jetzt noch ein bisschen Sojaöl oben drauf, genauer gesagt ein Esslöffel. Das reicht mir schon. Und dann kommt da jetzt noch Soja rein. Drei Esslöffel. So, das Ganze wird jetzt noch einmal mit dem Zauberstab durchgequirlt und dann können wir das in eine Schale füllen. Jetzt nehmen wir uns eine Schale, die wir wieder verschließen können und gießen das einmal dort hinein. Weil das muss jetzt einmal ein bisschen runtergekühlt werden und muss ein bisschen stehen. Wir wollen ja uns Gemüse machen. Dafür haben wir uns ein bisschen Zucchini organisiert. Eine, was ist das, Schatz? Aubergine. Aus? Japan. Eine japanische Aubergine und eine europäische. Und dann habe ich noch ein bisschen Champignons. Mal gucken, wie viel wir davon verwenden wollen. Wir haben die jetzt schon mal ein bisschen gereinigt. Jetzt schneide ich mir hier so 3 cm Streifen runter, die wir dann gleich schön erstmal mit unserer Soße, die wir vorhin gemacht haben, ein bisschen da drin baden werden. Und dann tun wir die schön auf den Grill. Ich glaube, das reicht erstmal. Dann schön Aubergine, die schön frisch. Die sieht doch auch klasse aus. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen Shiitake-Pilze nehmen können. Ja, aber haben wir heute nicht gekriegt. Genau. Deshalb haben wir jetzt erstmal nur das genommen, was wir hier so bei uns in der Gegend auch bekommen haben. Den nehmen wir weg. So, jetzt habe ich die schön klein geschnitten. Jetzt werde ich mir gleich eben noch die Pilze klein schneiden. Und dann werden wir die ganzen hier mal kurz in der Soße einlegen. Da sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr sehen könnt, haben wir ein bisschen aufgerüstet. Wir haben nicht mehr die alte, wobei alt war die Platte ja gar nicht, die Teppanyaki-Platte, die wir auf unserem Vier-Flammen-Herd haben. Wir haben jetzt nur noch einen Zwei-Flammen-Herd und hier haben wir halt ein schönes Teppanyaki-Grill. Das habe ich jetzt neulich gerade umgerüstet für uns, weil es uns halt doch sehr viel Spaß gemacht hat, die ganze Zeit damit zu arbeiten. Und wozu soll ich immer mit einer großen Pfanne arbeiten? Ich habe hier jetzt eine wunderbare große Pfanne, auf der ich klasse arbeiten kann. Das erhitze ich jetzt gerade mal und dann werde ich mir jetzt mal eben etwas von meiner Soße nehmen. Ich habe die vorhin nicht umgefüllt. Ich habe sie einfach hier in meinem Gefäß gelassen. Die fülle ich mir jetzt hier ein bisschen in diese Schale und werde gleich, wenn das hier heiß ist, jeweils immer einen Teil da rein tun und werde das dann hier schön auf unser Teppanyaki-Grill packen.
So, mein Teppanyaki-Grill ist jetzt heiß. Ich nehme mir ein bisschen Sesamöl und mache das mir mal hier eben so ein bisschen auf die Fläche. Das lasse ich schön heiß werden. Und man kann natürlich auch wunderbar ein Reisöl verwenden. Das ist halt ein Öl, was halt auch sehr schön heiß wird. Ich nehme jetzt als erstes das Gemüse, was am härtesten ist. Ich werde das jetzt einmal kurz hier schön in meiner Soße wenden und tue es dann hier schön auf meinen Grill. So. Geil. Die Soße muss man ein bisschen stehen lassen. Ich habe wieder unten ein Rezept geschrieben. Das wird wieder unten unter dem Video zu sehen sein. Das könnt ihr euch runterladen. Könnt ihr auch ausdrucken. Ist eine PDF-Datei. Da habe ich auch wieder drauf eine schöne Einkaufsliste mit dazu geschrieben. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Könnt ihr natürlich auch Karotten nehmen. Alles, was euch so einfällt und alles, was euch auch Spaß macht. Ne? In der Beschreibung habe ich auch geschrieben, dass die Soße sollte schon 4 Stunden durchziehen, damit sie so halt so richtig schön kräftig im Geschmack ist, der Knoblauch auch richtig gut kommt. Wer es ein bisschen delikater mag, kann da natürlich auch sich ein bisschen Chili noch mit rein tun. Je nach Geschmack, wie man halt Lust hat und wie man es halt mag. Ne? So, dann haben wir die jetzt von allen Sorten so ein bisschen was hier drauf. Das rösten wir jetzt ein bisschen an. Achso, die Champignons fehlen uns noch. Die werde ich dann auch gleich noch dazu tun. So, wir haben das jetzt hier schon ein paar Mal umgedreht und schön gebraten. Wir haben schon ein bisschen Reis vorbereitet und ich kann mir jetzt mein Gemüse schön hier drauflegen. Das sieht doch richtig geil aus. Ich konnte es natürlich eben nicht lassen. Wir haben natürlich schon mal kurzfristig probiert nebenbei. Mega lecker. So, wir sind jetzt soweit fertig. Ich mache jetzt noch ein bisschen was von meiner Soße auf mein Gemüse. Könnt ihr euch ja hier ansehen. Einfach nur ein bisschen was von dem Dip so oben auf das Gemüse drauf. Man kann das auch, wenn man Gäste hat, sich eventuell den Dip hier noch so ein bisschen auf den Tisch stellen. Super geil. So. Asiatische Aubergine, unsere Aubergine, die Champignons und Zucchini. Die Zucchini, ein bisschen Reis. Jetzt hätten wir noch ein bisschen Hühnchen dazu machen können, hätten wir ein komplettes Essen gehabt. Aber auch so ist es super, super lecker. Von dieser asiatischen Aubergine ist nicht mehr so viel übrig. Davon haben wir schon ganz viel genascht. Mmh. Boah, geil. Und davon werden wir bestimmt gleich noch mehr machen. Ich habe ja hier noch ein bisschen was und ich habe noch eine ganze Packung da unten liegen. Die Platte ist schon wieder fast sauber. Die haben wir schon abgelöscht. Wird gleich ein bisschen gereinigt und dann können wir die auch wieder benutzen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kurzes, schnelles Video hier. Die Soße, wie gesagt, wenn man Bock hat, kann man noch ein bisschen Chili reintun. Unten in der Description Box findet ihr so eine Einkaufsliste und hier steht dann auch gleich, wie man die Soße machen kann. Das könnt ihr runterladen, könnt ihr euch auch ausdrucken. Und ja, sollte euch unser schnelles, kleines Essen gefallen haben, ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben und solltet ihr noch kein Abo bei uns haben, würde ich mich sehr freuen. Ja, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao. So, kleiner Nachtrag. So sieht das aus. Jetzt, während wir noch mal kochen für uns, weil wir wollen jetzt ja auch gleich essen, das Frontfoto, was ich gleich machen werde, das wird dann unser Teller sein, den wir dann gleich essen. Ich wünsche euch was. Tschüss.